Ja, das ist also das neue Spielzeug von GoPro. Ob man sich das wirklich kaufen sollte, ich weiß ja nicht. Ist dir eigentlich schon mal in den Sinn gekommen, dass seit Jahren alles in der HD-Qualität vorhanden ist? Was wiederum bedeutet, dass wir HD-Ready haben. Wir haben HD, wir haben Ultra-HD. Und wie das nicht alles heißen mag, und trotz alledem gibt es immer noch Unternehmen oder aber auch Apps, die gar nicht in HD aufnehmen bzw. in HD Bilder abspeichern. Oder aber auch einfach die Bilder so abspeichern, dass man denken könnte, das wäre HD. Was? Milo, heutzutage gibt es alles in HD. So ganz kann man das nicht sehen, denn wenn du überlegst, dass Instagram immer noch 640x640 Pixel Bilder abspeichert, dann fragt man sich doch, wo ist da eigentlich die HD-Qualität? Aber The Verge hat jetzt durch Zufall entdeckt, dass vor kurzem Instagram die Bilder ganz anders abspeichert. Was wiederum bedeutet, dass Instagram die Bilder in 1080 mal 1080 abspeichert. Das heißt, eine Bildqualität, die eines HD-Bildes entspricht, höchstwahrscheinlich, kann man das ausdrücken? Ja, ich glaube, man kann es schon so ausdrücken. Das wiederum bedeutet, dass die Bildqualität besser geworden ist, was wiederum bedeutet, dass deine Bilder in einer höheren Auflösung abgespeichert werden, was wiederum bedeutet, dass eventuell Werbetreibende die Bilder einfach für Werbezwecke nutzen können in einer besseren Auflösung, was wiederum heißt, dass du da draußen eigentlich gar kein Geld dafür siehst, wenn du Bilder in so guter Qualität abspeicherst, ohne das eigentlich zu wissen, dass du diese Bilder in dieser Qualität abspeicherst, was wiederum bedeutet, dass man eigentlich eine arme Sau ist, wenn man bei Instagram Bilder hochlädt und dafür keinen Cent sieht. Okay, das ist eine sehr, sehr gute neue Info. Seit wann gibt es denn diese Abspeicherungsmöglichkeit in 1080 mal 1080? Naja, also offiziell ist das Ganze ja noch nicht. Aber solltest du gerade in deinem Lieblingsbrowser unterwegs sein, dann geh doch einfach mal auf Instagram, meinetwegen auch gerne auf deinen eigenen Instagram-Account, mach ein Bild auf, mach den Quelltext auf und dann wirst du meines Erachtens, glaube ich, schon sehen, dass das Bild in 1080 mal 1080 vorliegt und nicht mehr 640 mal 640 auch. Wenn dir dieses Bild auf deinem Smartphone oder aber auch im Internetbrowser noch in 640x640 angezeigt wird. Trotz alledem frage ich mich jetzt, was bezweckt Instagram damit? Möchte Instagram etwas Gutes tun oder möchte Instagram einfach nur Bilder in besserer Qualität haben, um diese dann an werbetreibende Kunden zu verkaufen? Was denkst du? Ja, dieses gute Web 2.0, seitdem es auf dem Markt ist, was ja nun schon einige Jahre her ist, erlaubt sich einfach jeder mit einem anonymen Namen oder auch einfach mit einem gefakten Namen, wie auch immer, zu kommentieren, was das Zeug hält und einfach irgendwelchen blödsinnigen Bullshit runterschreibt, beziehungsweise keine konstruktive Kritik äußert, sondern einfach nur schreibt, was er denkt. Und da kommt meistens ziemlich krasse Pisse raus. Sorry für das Wort, aber das ist schon ziemlich hart. Natürlich verstehe ich es, wenn Menschen konstruktive Kritik äußern, die denjenigen, welchen, an denen sie das schreiben, auch weiterbringen. Milo, von was quatschst du schon wieder? Von was ich quatsche? Ja, gut, das ist eine berechtigte Frage. Es kann natürlich alles im Web 2.0 sein, beziehungsweise alles, was im Internet gerade vonstatten geht. Sei es Facebook, sei es Instagram, sei es Twitter, was auch immer. Ich spreche hier aber von einem Spiegel Online-Artikel, der über Laura Helena Photography geschrieben worden ist, der wiederum eigentlich nichts Negatives hervorbringt, sondern einfach nur den Werdegang von Laura, wie sie halt zur Fotografie gekommen ist und wie sie zu Photoshop gekommen ist und was sie alles so nebenbei macht, beziehungsweise dass sie das hauptberuflich macht und alles dafür tut, es weiterhin machen zu können. Klar, dass man da preisgibt, wie man einige Sachen shoppt oder wo einfach einige Sachen fotografiert, sei jetzt mal dahingestellt. Trotz alledem finde ich es eine Frechheit unter so einem Artikel so sinnfreie und nicht konstruktive, kritikfähige Kommentare zu schreiben, die wiederum einfach nur hätten irgendwo anders platziert werden können, nämlich einfach nur in die Luft. Fertig aus. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Dabei muss man Laura großen Respekt zollen, beziehungsweise den Hut ablegen, Chapeau sagen, was auch immer, dass sie dort einfach drüber steht. Kommentare hin oder her, ob sie positiv oder negativ sind. Man sollte selbstverständlich sich nicht alles zu Herzen nehmen und das macht Laura auch nicht. Das finde ich sehr, sehr positiv, so dass man sagen kann, dass jeder seinen eigenen Stil hat, was wiederum bedeutet, dass jeder einzigartig ist und somit einfach jeder so leben sollte, wie er leben möchte, beziehungsweise so fotografieren sollte, wie er fotografieren möchte oder aber auch einfach so photoshoppen, wie er photoshoppen sollte. Möchte, kann, will, wie auch immer. Ist das etwa ein neues Meisterwerk von GoPro oder ist es einfach nur eine geklaute Idee,
die man für eigene Zwecke umgesetzt hat, damit man noch eine weitere Kamera auf den Markt bringen kann, die wiederum 50% kleiner ist, 40% leichter und nicht viel mehr kann als die GoPro Hero 4. Milo, nur weil die Hero 4 Session ähnlich aussieht wie die Polaroid Action Cam, heißt das noch lange nicht, dass das Design oder aber auch einfach die Idee geklaut ist. Oder vielleicht doch? Ja, das ist jetzt wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Das kann ich jetzt nicht beurteilen und das möchte ich auch gar nicht beurteilen. Wobei, vielleicht doch. Nee, lassen wir das Ganze mal lieber. Ich finde es einfach nur schade, auch wenn das Design wirklich ähnlich aussieht und sie viel, viel kleiner ist und viel, viel leichter ist, dass am Ende einfach nur 1080p mit 60 Frames um die Ecke kommt. Oder auch 27p mit 100 Frames. Also die Kamera ist natürlich auch wasserdicht bis zu 33 Meter, nicht bis zu 60 Meter. Aber man braucht auch kein neues Gehäuse dafür, sondern sie ist von Hause aus so, wie sie käuflich erwerbbar ist, ist sie schon wasserdicht. Trotzdem, ich finde es schade, dass man eine neue GoPro Hero auf den Markt bringt und am Ende aber Technik verbaut, die es schon in der 2er gab. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Betrachtet man aber das Werbevideo zu dieser Kamera, dann muss man schon ins Grübeln kommen und sich fragen, krasser Scheiß. Vor allen Dingen, weil die Kamera, egal in welcher Lage sie sich befindet, nimmt das Video immer gleich auf. Das wiederum bedeutet, dass schwenkt sich die Kamera einfach mal nach rechts, dann bewegt sich das Bild nicht in dem Sinne, sondern nur die Kamera bewegt sich. Das Bild wird immer dasselbe, sodass man bei der Montage einfach wunderbar arbeiten kann. Die Kamera soll am 12. Juli auf den Markt kommen und kostet höchstwahrscheinlich um die $400, was auch wieder ziemlich hartig ist. Aber ja, wer weiß, vielleicht kann sie ja irgendwer gebrauchen. Würdest du sie da draußen kaufen? Also ich würde es glaube ich nicht machen, weil ich bin mit meiner GoPro Hero 3 immer noch zufrieden. Ja, schade, 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 dass man in der heutigen Zeit noch alte Technik verbaut und die wiederum teuer verkauft. Ach, GoPro, damit schießt ihr euch meines Erachtens mal wieder ins eigene Knie. Aber gut, es wird wieder abertausende Käufer geben, die auch diese kleine Kamera kaufen werden. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann natürlich den Daumen nach oben, hier unten den Kanal kostenlos abonnieren, damit du auch gar kein Video mehr verpasst. Und dann geht es hier oben zur letzten Foto-News und darunter geht es zum letzten Fotowettbewerb, die Auswertung mit einigen tollen Fotografen. Einfach mal reingucken, das lohnt sich auf jeden Fall. Und für heute wünsche ich dir noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, ein schönes Wochenende, wann auch immer du diese Foto-News guckst.